6, 8, 4, 9. Ich sehe da jetzt nichts Gescheites, also ich kann hier ein bisschen auf den Flash rollen. So you don't actually feel emotions, you just fake them? Don't worry. I'm taking it too. I haven't seen so many weak-kneed Czechs since Max won the Eastern Bloc karaoke finals. Alles klar, der Kommissar? Yeah, Herr Kommissar! Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwas habe momentan. Ja, ich habe ein Pärchen auf alle Fälle, aber. Check. I check. I'll bet this much. Fold. Are you sure about that? I'll fold. Sam hat jetzt hier an der Stelle einfach nur die Position gespielt. I don't know what to say. Das hätte ich jetzt im Prinzip auch gemacht, wenn beide gescheckt hätten, nicht an der letzten Position wäre. Let's see if moving the blinds up to 600 and 1200 gets your attention. Okay, nächste Hand. Okay, das ist jetzt nicht so gut für Flash. Also es ist gut, wenn jetzt hier Kreuz kommt, Karo kommt, weil erstmal haben die wahrscheinlich weniger Karo, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Karo kommt, ist relativ gering. Wir callen jetzt einfach mal nur. What to do? What to do? What to do? Normally I wouldn't raise, but you're giving off a high-pitched, panicky vibe that only dogs can hear. Fold. Nope. Sam makes off with the blinds. You know, if you keep indulging my transparent dishonesty, I'm gonna have to run for Congress. Und beim normalen Pokerspiel würde ich eigentlich auch immer die Position spielen. Das Problem ist, KIs sind so schwierig einzuschätzen, ob die auf Bluffs eingehen. You know what really ticks me off? When some jackpot tries to blow my circuitry with some lame old stunt he saw in a Star Trek rerun. What, like everything I say is a lie? Yeah, like that! What, do they think I'll just lock up? Because of some teeny tiny logical paradox? It is rather insulting. I learned how to avoid paradox traps while I was still in beta. So what if everything Sam says is a lie? That doesn't mean that he's lying about that, right? Because then he'd be telling the truth. And, no. Well, that was a shining moment in the history of robot kind. Ach, verdammt. Gut, was haben wir? Wir haben momentan zwei Pärchen. Das ist jetzt so, ja. Mal gucken. Hey, I thought we were friends. It's playing computer poker by itself, Sam. It doesn't have friends. I think you should know that the Claptrap General Purpose Robot is designed to be completely immune to outrageous bluffing. Yeah, those fold. Cards were worse than stairs. To understand that joke, check out Borderlands 2, available now. Catch Borderlands Fever. Just remember, it's only a game. All in. Really? Gut, wir haben da immer noch ein bisschen. Wir probieren das einfach mal all in. Ah, oh, Fuzz Nuggets. Verdammt. Nee, eigentlich gar nicht so schlecht, weil er. Ist ja gar nicht so schlecht. Dang. The player has two pair. Sam has a pair of queens. The player wins the hand. Go hand, Skywalker. Sam has been eliminated. Hand von Sam sah auf der einen Seite sehr gut aus, aber dafür nur zwei wählen. Sam, I've made a couple hundred bucks cleaning out the beer gutters. Whee!
So, jetzt nur noch wir beide. Claptrap. Alright, the final battle. You and me, Mono E Roboto, in the Thunderdome. Yeah. Okay. Für Flash sieht das gar nicht mal schlecht aus. Wir... Nein. Ich will nicht gleich, dass er all in geht. So, Race. Ooh, impressive. Call. Okay, wir treffen die 9. Wie viel bettet er? I scanned over 200 million poker tournaments for a replication of your current strategy and found zero results. So you're a pioneer now. Hmm, carry the 3. Calling. I'm going all in. Ja, wir haben genug, wir können jetzt einfach mal callen. Einfach mal zu sehen, was er hat. Yeah. Er hofft jetzt halt noch auf ein weiteres Karo. In your face, Math! Mr. Funny Chips has 2 pair and our silent friend has 2 pair. Claptrap wins with the higher pairs. That was like taking candy from a baby. Which on Pandora is really hard, because they're all armed to the teeth, that they don't have yet. Okay. Allerdings war das jetzt zu verkraften. Okay, das check. In the end they killed each other. And the cheese was eaten by one of the human test subjects. He died too, because the cheese was moldy. Claptrap steals the pot. There must be a glitch in the matrix, because I got deja vu! Mm-hmm. Call. Raise. A re-raise? I thought this was Hold'em, not No Limit Douchebag. Hmm, carry the 3. Yeah, was macht das? Okay. Na toll. Check. Dann täuschen wir mal vor, dass wir was Richtiges haben. Hey, no fair overflowing my register like that. All in. Ach, verdammter Mist. Don't feel bad. If I had your brain, I'd fold too. Mit zwei Pärchen kann ich da nicht antreten. It's time to raise the blinds to 800 and 1600. Okay, jetzt sind wir fast gleich auf. Jetzt wird's spannend. Okay, ich habe 3 Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe einerseits ein Herzflash, vier sogar, eine Straßen, ein Kreuzflash und ein Pärchen. Nee, wir checken nur, weil ich die Karten sehen will. Und was kommt? Natürlich absoluter Müll für mich. Okay. The player takes the pot. Mhm. Hab auch schon rösigere Sachen gesehen. Call. Jackaroonie! Check. Oh!
Ja. Ich habe auch nichts, aber ich habe jetzt einfach nur Position gespielt. Okay. Mal gucken, was jetzt kommt. Okay, Straßenkombination. Sieht nicht schlecht aus. Race. Really? I call. Okay. Wir haben die Flash-Möglichkeiten. Check. Oh, here's an idea. Why don't we put some actual money in this pot? You don't know what you're doing, do you? Nein. I'm all in. Call. Looks like O'Clappy's just bought himself a big old sack of pain. Das wird jetzt interessant. Okay, 1% mehr für uns. Wie wirkt sich das aus? Oh, wir haben gewonnen. Two pair and you have two pair. The player wins with the higher pairs. Well done. Now we'll see how you do when I'm not stacking the deck in your favor. It's about time. I've been trying to get rid of that damn book for years. Congratulations! You have grabbed the Necromonicon Ex Mortis unlocking the groovy item. Und für Borderland haben wir jetzt Sky with the Gun bekommen für Team Fortress, The Pyro's Evil Ash und ein Skull Helmet. Also, nee, Pyro's Evil Helmet. Okay. Wollen wir uns den noch anschauen? Ey! Ich will das lesen! Okay. Schauen wir uns noch schnell die Stats an. Ja, und jetzt habe ich gerade meinen Current Balance ein bisschen aufgestockt, nämlich von minus 120.000 auf minus 40. Das war doch jetzt mal nicht schlecht. So, und mit diesem endlich mal einen Sieg, den ich nach Hause geholt habe, verabschiede ich mich jetzt von euch und sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wenn ihr mal wieder ein Pokerspiel mit mir und meinen Freunden hier sehen wollt, dann hängt es von euch ab. Like meine Videos und gebt mir in den Kommentaren Bescheid, dass ihr mehr sehen wollt. Bis dahin aber sage ich schon mal Tschüss und schaut euch meine anderen Let's Plays an. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut und danke, bis später. Und ihr wisst, wie es weitergeht.